liebe Fußballfreunde, liebe Mädels, liebe Jungs, liebe Fördertraining-Begeisterte. Wir machen heute eben genau ein Fördertraining und bringen das wieder mal zu euch nach Hause. Leider Gottes wird uns das wohl noch eine gewisse Zeit begleiten. Wir, das ist der Chris Cross Wilderman und meine Wenigkeit, der Michi. Wer mein Fördertraining beim letzten Mal schon gesehen hat, der weiß, dass wir in meiner Funktion als Athletiktrainer ein bisschen koordinativ immer Dinge mit einbauen und da ein bisschen dran arbeiten wollen, um so einen leichten athletischen Touch in diese ganze Geschichte reinzubringen. Natürlich kommt auch die Technik nicht zu kurz. Bevor wir loslegen, nochmal kurz der Hinweis für unsere Programme. Wer denn immer, ich muss es ablesen, weil ich es mir nicht merken kann, täglich 16 Uhr, das weiß ich, Montag, Donnerstag den Fußball-Kindergarten übertragen, dann das Fördertraining Dienstag und Freitag und Mittwoch das Torwarttraining täglich 16 Uhr hier bei uns im YouTube-Kanal. Genau, legen wir los, bist du fit? Jawohl. Sehr bereichtig. Wir starten mit einem koordinativen Aufwärmprogramm, bauen da wie üblich bei mir Techniken natürlich schon mit ein und widmen uns heute dem Thema Tap-Schritte. Wer das noch nicht kennt, wird es gleich kennenlernen, ist nicht ganz so einfach. Wer damit Schwierigkeiten hat, werde ich dann auch nachher noch mal ein bisschen was dazu sagen. Der versucht es zunächst mal in einem langsamen Tempo zu machen, bevor man dann ein bisschen ins Tempo reingeht, um den Unterschied kennenzulernen zwischen dem Hopserlauf und dem Tap-Schritt. Manche kriegen es nicht so gut hin und machen dann ganz gerne auch mal einen normalen Skipping. Aber ausprobieren, weil die Bewegung essentiell wichtig ist, für später schnell zu sein. Also das ist was für den aktiven Bodenaufsatz. Da werden wir auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, was das genau bedeutet, dass der Fuß aktiv und schnell zu Boden geführt wird und dadurch einen guten, schnellkräftigen Abdruck generiert wird. Legen wir los. Was wir brauchen, ist nicht viel. Wir brauchen einen Ball und wir haben hier Hütchen. Den brauchen wir erstmal gar nicht. Wir machen 10 Tap-Schritte im Stand. Wir klemmen uns den Ball dafür erstmal ein. Wer damit Schwierigkeiten hat, kann ihn auch am Boden legen. Wir probieren es aber erstmal mit dem Einklemmen. Ob rechts oder links, ist völlig wurscht. Das kann jeder für sich selber so entscheiden. Dann machen wir 10 Tap-Schritte im Stand. Ich lese es kurz ab. Dann eine Dropkick-Annahme mit einer Sohlenwende am Ende und 2 Pässen mit diesen abbremsenden oder bremsenden eingesprungenen Ballannahmen jeweils zu einer Seite. Also stellen wir uns hier hin, machen einfach nur 10 Tap-Schritte im Stand, 5 rechts, 5 links, die freie Hand versucht mitzuschwimmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achtet darauf, dass wir auf den Zehenspitzen vorne drauf sind. Nach diesen 10 Stück machen wir eine ganz simple Dropkick-Annahme mit der Sohle nach vorne. Dann, wenn wir hier nach vorne kommen, machen wir eine Sohlenwende im rechten Fuß, lassen den Ball ein bisschen rund, spielen den Ball mit dem linken Fuß, bremsen mit dem linken Fuß nach oben, machen Sohlenwende rechts, machen das gleiche mit dem anderen Fuß, rechts nach oben, Sohlenwende, linker Fuß, fertig, Durchgang Nummer 2. Willst du gleich probieren? Ich probiere nicht. Sehr vernünftig. Also 10 Tap-Schritte im Stand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10, dann Dropkick an mit der Sohle, dann Sohlenwende, rechter Fuß, links spielt dagegen, muss ein bisschen fester spielen, gell? Dann diese Einbremsung, Sohlenwende rechts, passt rechts, jetzt Sohlenwende rechts und rausziehen, Sohlenwende links. Genau, gib mal den Ball, machen wir uns wieder abwechseln. Können einmal ein bisschen durchschnaufen. Also achtet darauf, dass man eben auf den Zehenspitzen draufsteht, den Unterschied zu erkennen zwischen dem Hopserlauf und dieser großen Bewegung und den Fuß, ganz wichtig, aktiv runterdrücken. Also die meisten haben, wenn sie das erste Mal diese Bewegung machen, Probleme damit, den Fuß aktiv runterzudrücken und lassen den passiv fallen. Also das heißt, diese Bewegung kriegen sie noch hin und jetzt lassen sie runterfallen und wollen jetzt gehen, wollen praktisch einen normalen Schritt machen und setzen jetzt quasi um und zucken dann so. Und dann wird die Bewegung total unrund und sieht einfach auch komisch aus. Und das Wichtige ist, wenn man oben ist, aktiv runterdrücken. Und durch dieses aktiv runterdrücken kriege ich den anderen Fuß eh schon von selber hoch. Aktiv runter, aktiv runter, aktiv runter. Um es mal ein bisschen langsamer zu zeigen. Nicht passiv fallen lassen. Das ist eine aktive Geschichte. Und durch dieses aktive Runterdrücken, durch den hier, habe ich quasi den Druck auf den Vorderfuß drauf und lerne dieses schnellkräftige Abdrücken und tue noch was für meine Oberschenkelrückseite. Also, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ab, drauf die Sohle, ab, Sohlenwende, ab, 1, abbremsen, Sohlenwende, ab, 2, ab, abbremsen, Sohlenwende, ui, 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 ab, 3. So, du machst noch einen? Jawohl. Brauchen wir dann nämlich nicht, weil wir wärmen uns auf. Machen noch einen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Bremsen einspringen rechts. Ab. Ja. Auch du, ne? Auch du hast einen Fehler drin. Ja. Macht aber nichts. So, nächste Geschichte. Wir kopieren für die Testschritte die Bewegung eines Passes. Machen wir auch 10 Mal. Machen Dropkick-Annahme, machen oben Sedanwende und der Rest bleibt gleich. Pass imitieren heißt, wir machen den Fuß so nach innen bei der Bewegung. Von vorne gezeigt mal. 1, 2, 3, 4. Hab also nach oben ziehen, also wenn wir einen Pass so nach oben wegspielen würden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann wieder die Dropkick-Annahme mit der Sohle. Hopp, dann ziehe ich ein. Sedanwende anspielen und der Rest bleibt gleich. Dieses hoppla, eingesprungene Bremsen. Hopp. Einspringen, bremsen, abbremsen und linker Fuß. Ich bin noch ein wenig steif, merke ich. Also 10 Stück wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoppla. Sedanwende rechts, links. Zack. Und ab. Wegziehen. Rechter Fuß. Abbremsen. Ab. Genau. Das ist jetzt euch nochmal da. Nö, wir wechseln uns ab. So, drittes Mal. Wir machen jede, wir haben mehrere Varianten gemacht. Ne? Jede Variante wird immer 4 Mal gemacht. Ne? Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und nach vorne. Ab, 1, 2, zack. Anspielen, einspringen, bremsen, Sohlenwende. Ab. Einspielen, bremsen, Sohlenwende. Ja, die machen wir noch einmal. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ab. Abbremsen. Abbremsen. Wunderbar. Waren 4, oder? Ja. Genau. Dazwischen sind wir ein bisschen durchschnaufen, ihr seid ja alleine, wir teilen uns das und dann immer, man merkt ja sofort, durch dieses schnellkräftige Ab kommt man auch ganz schön ins Atmen, deswegen lasst euch ruhig Zeit zwischendrin. Die Bewegungen sollen jetzt nicht maximal schnell ausgeführt werden, normale Geschwindigkeit 60-70% reicht völlig aus, es ist Aufwärmen und nicht Schnelligkeitstraining und es ist ein reines koordinatives Training damit. Zu betrachten. Nächste Geschichte ist vorne und hinten im Wechsel. Das heißt, wir machen 2 Taps nach vorne oben, also rechts und links. Wir machen jetzt das Anfersen, das kennen ja vielleicht. Das ist eine die Geschichte. Machen wir aber auch als Tapschuh-Bewegung. Machen also rechts, links, 1, 2. Das machen wir, sind also 4 Bewegungen. Wir machen das Ganze 12 Mal, wiederholt also 3 Mal. Und danach machen wir oben Sohle eindrehen, das heißt, den Ball dropkick nach vorne stoppen, rechte Sohle hält den Ball an, wir drehen ein und spielen mit dem linken Fuß dann den Ball gegen die Wand und dieses abbremsende, die abbremsende eingesprungene Ballannahme, die bleibt gleich. Also, ich klemme mal den Ball jetzt da rein, dann sieht man es vielleicht von der Kamera her besser. Also, rechts, links, 1, 1, 6, top, 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 top. Also dran kommt hinten. Dann vorne vielleicht einen kurzen Ding gehen, jetzt Sohle eindrehen, aber das, was, das sehe ich gerade, Chris, das passt nicht. Wir machen Sohle eindrehen, machen Ziehfußwechsel dann, damit das Ganze Sinn ergibt. Also Sohle eindrehen, ziehen, Fußwechsel, anspielen, hopp, und das bleibt wieder, hopp, bleibt wieder gleich. Sonst nur mit Sohle eindrehen, weil dann komme ich in eine andere Bewegungsrichtung rein.
keinen Sinn machen. Ab. Eins, zwei. Anfest, anfest. Zwei. Ab. 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 Zack. Zack. Perfekt. Zack. Rechts. Einbringen. Ziehen. Fußwechsel. Hopp. Arschzügelste. Ja. Ab. 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 Zack. 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 Nummer. Drei. Ab. 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 Eins. Sohle einbringen, ziehen, Fußwechsel, neue Energierichtung an das Wurschtes. Gut. Und letzte Bewegung. Ab. Ab. Vierte. Eins, zwei, ab, 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 durch, durch, super, zack, zack, ab, Zehn, einbringen, links, rechts, Fußwechsel, anspielen, abbremsen, Sohlenwende, Spiegel, andere Seite, abbremsen, alle. Aber viel. Ja. Wunderbar. Nächste Geschichte, zwei Varianten haben wir noch. Tapschritte raus rein, machen wir auch 12 Stück, zeige ich gleich wie gemeint ist. Dann machen wir da oben 3 Sohlenwände. Sohlenwände, das heißt, wir ziehen die Sohle einmal raus, zweites Mal, drittes Mal, spielen dann den Ball und lassen den, das Ende wieder gleich. Raus rein bedeutet, ich zeige es mal von vorne, wir machen jetzt, achso, wir könnten natürlich überlegen, es gleich schwer zu machen, mal schauen. Ja, wir machen es erstmal nur einbeinig und machen praktisch nur rechts hoch und raus im Wechsel und dann machen wir insgesamt aber nur 8 Stück davon. Und wir haben ja 4 Durchgänge, das heißt, du machst das gleiche mit dem linken Fuß, okay. Ich wieder rechts, links, also ihr wechselt praktisch bei den 4 Durchgängen immer den Fuß ab. Das heißt, der rechte Fuß mit Tapschritt geht hoch und die nächste Bewegung ist jetzt einfach eine Aufdrehung, die Hüfte wird aufgemacht und wir drehen es nach außen weg. Hopp, hopp, 1, 2, hopp, hopp, da machen wir also 8 Stück oder halt dann linksseitig. Wer das schon gut beherrscht, kann auch gerne gleich jetzt das von Anfang an kombinieren. Das heißt, jetzt muss man rechts raus, dann muss man einen Zwischenschritt machen, dann wechsle ich auf links rüber, ab, ab. Ansonsten erstmal nur einbeinig, wir machen jetzt mal die einbeinige Variante. Also 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Dann hier nach oben. Jetzt machen wir 3 Sohlenwände. Also Sohle rollen lassen und eine dritte Sohle. Dann geht der Ball dagegen. Die anderen beiden Geschichten passen oder lassen wir gleich. Du hast jetzt linker Fuß. Eins, auf, hoch, raus. Sechs und acht. Reicht schon. Rechte Sohlenwende. Linke Sohlenwende. Rechte Sohlenwende. Spielen. Und die beiden Standardbewegungen. Eins, drei, sieben, acht, ab, nach vorne, einmal, zweimal, dreimal, fangen wir mit dir an, ab. Rede basketballmäßig. Und auf geht's. Ab, ab, vier, sechs, acht, wunderbar. Ab. Zweites Mal, drittes Mal. Zwei, ab, ab. Wundervoll. Nächste Reihe, der eine haben wir. Wir machen jetzt Hopserlauf und Tapschritte im Wechsel, um diesen Rhythmuswechsel ein bisschen zu erfüllen und hinzubekommen. Wir machen immer Hopserläufe kleine, kurze, also keine großen, sondern machen eben diese geprellte Art. 1, 2, 3, 4 und dann machen wir 2 Tapschritte. Rechts, links im Wechsel. 1, 2, 3, 4, rechts, links. 1, 2, 3, hopp, hopp, 1, 2, 4, hopp, hopp. Fertig.
Da geht dann immer das andere Bein hoch, was durch diesen Vierer-Hopserlauf-Rhythmus von automatisch entsteht. Achtet darauf, dass ihr versucht, diesen Wechsel zwischen den zwei Teilbewegungen möglichst flüssig hinzubekommen. Wenn das halt noch nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber versuchen dann die Abstände zu verkürzen. Dadurch, dass es zwei verschiedene koordinative Bewegungen sind, werden auch die Muskeln unterschiedlich beansprucht. Und es ist völlig normal, dass man das am Anfang noch nicht hinbekommt. Wenn ich 1, 2, 3, 4, da zuckt man ganz gerne und verkrampft so ein bisschen, um dies dann in eine flüssige Bewegung zu bekommen. Und das braucht einfach Übung und Zeit. Und das nennt man in der Sportwissenschaft diese berühmte Kopplungsfähigkeit, ja, von Teilbewegungen, dass die möglichst rhythmisch aneinander gebunden werden. Also 1, 2, 3, 4, rechts, links. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, hopp, hopp, 1, 2, hopp, hopp. So, was war oben? Habe ich noch gar nicht gemacht, gell? Achso, ja, Schussfinte. Ganz simpel jetzt. Also einfach nur eingesprungene Schussfinte, anspielen, hopp, und die zwei Standardbewegungen zum Schluss, die lassen wir einfach gleich. Ich finde diese Standardbewegung deswegen so gut, weil man da permanent auf den Zehenspitzen noch unterwegs sind und einen super Aufwärmeffekt haben. 1, 2, 1, 2, ja genau. 2, 3, 4, hopp, hopp, 1, 2, 3, 4, hopp und hopp, wunderbar. So, Schuss für den rechten Fuß, ganz einfach und 1, 2, Standardbewegung, hopp, hopp, und oben wenden, hopp. Chris hat das auch gesehen und nicht so oft gemacht. Ja. Und dann ist es einfach von der Kombinationsfähigkeit her ganz normal, dass man da so ein bisschen verkrampft. Und was da aber hilft, ist für einen selber, wenn man jetzt alleine ist, ist das laut für sich vorzusagen. Also diesen Rhythmus sich verbal vorzugeben, das hilft und unterstützt einen. 1, 2, 3, 4, rechts, links. 1, 2, 3, 4, links, rechts. 1, 2, 3, 4, rechts, links. Zack. Einspringen, über zu kurz, ab, wenden, ab, ab, und letzter, ja, einmal noch, 1, 2, 3, 4, leck, 1, 2, 3, 4, links, wir haben gelesen, machst du 5, 1, 2, 3, 4, hopp, hopp, wunderbar, Schuss finde, links, ab, nein, ab, 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 fertig. Wir sind mit dem Aufwärmen damit durch. Kurze Trinkpause an der Stelle. 2-3 Minuten kann das ruhig dauern. Wer jetzt sich noch ein bisschen andehnen möchte, kann das natürlich gerne tun. Wer da noch ein bisschen Input braucht, der sieht sich das Fördertraining von letzter Woche an. Das zweite, da haben wir ein paar so Übungen gezeigt, wie man sich ganz gut andehnen kann. Und wir sehen uns dann gleich wieder, nachdem auch wir es ausgedrückt haben, oder? Ja. Dringend. Zum Hauptteil. Bis gleich. Wir hatten es gerade ein bisschen näher an der Wand dran, wir hatten es also ungefähr hier stehen. Wir schieben es ein klein bisschen weiter weg. Eventuell passen wir das nachher noch an. Das ist ja im Übrigen auch was ganz Normales. Also man hat halt seine Gegebenheiten, wenn man das jetzt zu Hause macht, im Garten oder wo auch immer, oder bei euch in der Bude oder bei Papa im Wohnzimmer im Wandschrank mit den schönen Weingläsern. Dann muss man halt dann ein bisschen weiter weggehen oder halt ein bisschen näher hingehen. Das sieht man ja nachher dann, wie der Ball sich auch verhält. Wir machen was Technisches, legen uns die Kugel einfach hin. Wir haben jetzt drei technische Varianten. Jede Variante wird 7 bis 8 Mal trainiert. Und wenn ihr diese Variante gemacht habt, also wenn ihr diese eine Wiederholung durchgeführt habt, dann geht ihr da entspannt zurück, schnauft durch und setzt dann zur nächsten Wiederholung an. Ziel ist es,
es sauber technisch auszuführen. Das ist eh klar, das ist beim Techniktraining ja immer der Fall. Und im Laufe der Zeit versuchen, innerhalb dieser 7 bis 8 Wiederholungen, dieser einen Variante, ein Stück für Stück auch ein bisschen schneller zu werden. Ja, versuchen da das Tempo quasi ein bisschen anzuziehen, denn das sind jetzt schon Bewegungen, die man so im Spiel alle brauchen kann. Und dementsprechend versucht er da ein bisschen auch mal Geschwindigkeit reinzubringen. Wir legen uns den Ball einfach nur hin. Dann spielen wir uns zunächst mal den Ball nach vorne, machen da vorne mit dem rechten Fuß eine Sohlenwende, spielen immer mit dem linken Fuß gegen die Wand. Der Ball kommt zurück, wir gehen in die offene Stellung und wiederholen das Ganze noch 2-mal. Also insgesamt wird diese Bewegung 3-mal durchgeführt. Dann machen wir final da oben nochmal eine Sohlenwende, spielen dann den Ball gegen diese Wand hier. Den zurückkommenden Ball lupfen wir uns hier hoch, nehmen ihn sofort in die Hand, entscheiden uns für eine Seite für die Dropkick-Annahme und machen nach der Dropkick-Annahme seitlich mit der Innenseite, ziehen Fußwechsel und spielen nochmal rein. Diese Dropkick-Annahme, beziehungsweise dieses Hochwerfen des Balles und die Dropkick-Annahme, frei wählbare Seite. Ja? Idealerweise testen wir es auf beiden Seiten aus, oder ihr beziehungsweise, aber zunächst mal könnt ihr mit eurem starken Fuß da auch beginnen, um da Sicherheit in diese Bewegung reinzubekommen. Also wir spielen den Ball nach vorne, machen eine Sohlenwende, spielen den Ball gegen die offene Stellung, wiederholen es. Zweites Mal, gegen offene Stellung, wiederholen es. Drittes Mal, hopp, spielen den Ball nach oben. Gehen nach oben, machen jetzt eine Sohlenwende, spielen den Ball mit dem linken Fuß gegen die Wand. Lupfen ihn hoch, werfen ihn hoch, Dropkick Innenseite, ziehen, Fußwechsel und spielen dagegen. Wir spielen den Ball jetzt nur gegen die Wand. Wer will, kann da natürlich wieder sich ein kleines Tor oder Hütchen oder mit Büchern oder mit Taschen ein Tor markieren, was er halt da zur Verfügung hat. Irgendein Ziel sich aussuchen, wie auch immer. Also, vorspielen, Sohlenwende, links, offene Stellung. Zweites Mal. Drittes Mal. Und dann nach oben spielen den Ball. Sohlenwende los. Links spielen. Lupfe, du bist schon nach links hingehen. Ja. So. Also das heißt, du bist leicht beifüßig quasi. Das kannst du mit Fug und Recht sagen, ich bin beifüßig. Ich hatte mir ich auch, aber ich stelle mich mal ein bisschen seltsamer beim linken Fuß. So, weil ich es nicht gelernt habe. So einfach ist es, deswegen bringen wir es euch bei, damit ihr schon in Kinderjahren damit anfangt. Aus meiner Erfahrung heraus ging es nur immer mit dem Rechten ab und meinen Linken habe ich erst viel zu spät benutzen müssen, dürfen, wie auch immer. Also, wieder nach vorne spielen, Sohlenwende, eins, hopp, zweimal, hopp, einmal, hopp, hopp, das mal, nach oben, Sohlenwende, ich bin mit links, hopp. Ui, schau. Oh, die war. Oh, aber jetzt ziehen wir. Ich war so erfreut, dass der Rest blöd war. Dritter Durchgang. Ab. 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 Zweites Mal. Ab. Drittes Mal. Ab. Viertes Mal. Sohlenwende. Spielen. Lupfen. Ab. 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 Und nochmal. Wir machen es jetzt nicht ganz 7-mal, sondern wir machen 5 Wiederholungen. Okay, das passt dann. Also, muss ich mal starten. So, du hast mit angeschoben mit der linken Außenseite, ist mir aufgefallen. Ich habe jetzt den Ball mit der rechten Innenseite einfach vorgespielt. Können wir aber gerne so machen mit der Chris. Ist gar nicht so, ist nicht nur nicht so verkehrt, ist eigentlich ganz richtig so, dass wir jetzt so den ersten schiebigen Kontakt haben, sondern dass wir dieses Anschieben gleich lernen. So einen Auftakthüpfer, den bitte mit der starken Seite jetzt gerne machen. Auftakthüpfer, Schiebekontakt. Ja, diese Geschichte, dass der Ball so nach vorne geschoben wird. So, also, Schiebekontakt, Sohlenwende. Eins. Hopp. 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 Einmal. Hopp. Was war? Achso, Sohlenwende. Ui, hopp. Zack. Ui, der war zu kurz. Zieh den Fußwechsel. Das ist jetzt die Nummer 5, oder? 5, ja. Ja. Hab.
kurz. Gut. Ja, das passiert manchmal, wenn man den Ballwerk so von oben drückt. Ne? Passiert das. Deswegen versuchen, den in den Druck nicht von oben runter zu drücken. Also nicht den hier. Guck mal, Knie dazwischen, nicht den hier. Den hier. Und dann springt der ganz gerne weg. Sondern eben diese Mischung irgendwo in der Mitte zu finden, dass der dann schon auch zentral getroffen wird und ich den im Druck mitdrücke und im Idealfall noch so einen leichten Spin mitgebe. Wir machen noch einen. Dann haben wir 6, dann passt. Und hopp. 1, um Gottes Willen. Schön in den Boden machen. Hopp. 2. Hopp. Ja, aber zu weit. Hopp, hopp. Aber das ist immer hier. So, zweiter Durchgang. Also ich mache jetzt noch eine 7. Wiederholung, gerne auch noch eine 8. Wiederholung. Dann haben wir die erste Serie sozusagen durch. Dann einmal durchschnaufen, 1-2 Minuten. Und dann geht's mit der nächsten Variante weiter. Ich muss hier kurz schauen, wir gehen. Machen jetzt das Ganze mit Schussfinte dreimal. Und der Rest bleibt im Prinzip gleich. Genau, also Ball am Boden legen. Wir schieben den Ball zuerst wieder einmal nach vorne, machen dann mit dem rechten Fuß in dem Fall den Schuss hinten einspringen. Linker Fuß spielt den Ball und das Ganze dann ab. Das zweite Mal ab. Ab. Drittes Mal. Jetzt beim vierten Mal den Ball wieder nach oben spielen. Jetzt mache ich hier oben den großen Schuss hinten ab. Dagegen. Und den Rest lassen wir gleich. Machen aber jetzt statt ziehen Fußwechsel, ziehen zurück. Ja? Also Druck und Annahme, ziehen zurück, einspringen, spielen den Ball dagegen. Zweiter Weg. Ja. Anschieben, Schuss hinten rechts. Aber es ist kurz. Druck jetzt geben, ansonsten korrigieren. Ja. Ja. Einspringen, eins, ab, offene Stellung, ab, zwei, zurückgehen, ab, drei, ab, um, vierte, dagegen gespielt, zack, ab, nach vorne, ziehen, zurück. Da fällt mir gerade was ein, wäre lustig ist, also man kann ja jetzt nach diesen Dropkick-Annahmen alles Mögliche dranhängen, ne? Wenn man da jetzt für das Ziehen zurück entschieden, weil da kann natürlich auch Ziehen zurück, Ziehen Kappen machen zum Beispiel. Also da kann man sogar Standtrick-Kombinationen sich selber auch gerne ausdenken. Durchgang Nummer 4. Ja. Dann wieder 2-3 Minuten durchschnaufen oder 2 Minuten, das reicht. Variante Nummer 3. Wir
mache dann eine Kombination aus Schussfinte, Sohlenwende, ziehen Fußwechsel, das Ganze auch dreimal. Am Ende einen Sedan und als Dropkick-Annahme wählen wir nun einfach das Dropkick hinter dem Standbein durch. Also ziehen wir mal ein bisschen. Also den Ball nach oben anschieben. Jetzt machen wir zunächst Schussfinte, ihn ein bisschen härter, damit es ins Rollen kommt. Sohlenwende und ziehen Fußwechsel, spielen offene Stellung, rein. Hopp. Schussfinte, hopp. Lieber zusammen, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, spiele mit, hopp, eins, wurde aber zu kurz, hopp, 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 jetzt, was hat man oben? Sie dann nach oben spielen, sie dann wende rechts, links, spiele der linke, wieder hochlupfen, jetzt gehe ich in diese Richtung oder in diese Richtung und mache Dropkick hinter den Standbein weg, sich nach vorne werfen, den Ball, hopp, einspringen, hopp, und dagegen ballern. Yes. Also Schussfinte, Sohlenwende, Fußwechsel. Genau. Okay. Also, spielen, Schussfinte, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, ein, ab, ab, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, zwei, ab, Schussfinte, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, drei. Oben spielen Sie dann Wende rechts, links, zack, zack, dagegen spielen, hochrufen, Dropkick hinter dem Standbein, einlegen, Wand, 11 Meter, einlegen, super, und dann hier weg. Und einmal rechts. Ja, eventuell, wenn es nicht gut, ist ja immer so, ne? Wenn es nicht gut liegt, die Kugel, wenn es nicht gut liegt, schlechtes Deutsch, wenn der Ball nicht gut liegt, dann korrigiere ich natürlich die Bewegung und richtig. Stark von euch ist es dann natürlich, wenn ich merke, der ist zu kurz, die optimale Schussposition nach dieser Dropkick-Annahme hinter dem Standbein ist nicht ideal, dann korrigiere ich das halt und setze noch einen Standtrick, dann mach noch einen Ziehen-Fußwechsel, mach nochmal eine Sohlenwende, mach nochmal ein Ziehen-Vorlegen, mach nochmal ein Ziehen-Zurück, ist egal, dass ich wirklich in diese gute Position reinkomme. Das ist ja das, was ihr im Idealfall im Spiel auch machen würdet. So, anschieben. Eins. Weißt du was? Wir drehen das um, weil ich das Gefühl habe, dass diese erste Schussfinte nicht so ideal ist, wir drehen es genau um. Sohlenwende, dann Schussfinte. Ich probiere es mal schon aus. Ob das besser ist. Wenn wir den Ball ins Rollen bringen, nämlich. Nee, das geht auch nicht. Nee. Das geht auch nicht, wir lassen es dann so. Also, dann gehen wir den einfach her drin und tappen. Hopp. Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, spielen. Nach oben. Hopp. Hopp. Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, spielen. Hopp. Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel. Spielen, hopp, nach oben, sie dann mit dem Ball, hopp, spielen, rupfen und hopp, die ist mir zu kurz, die korrigiere ich. Schlussfinte, gut, und in den Ziel, Fußwechsel, spielen, Schlussfinte, gut, so in den Ziel, Fußwechsel. Nummer 3, Schussfinte, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, spielen, Sohlenwende, rechts, links, weiter mit, hoch damit. Nein, von der macht jetzt jeder auf seiner Lieblingsseite. Ja, genau. Diese Regel im schwachen Fuß ist zu einfach. Ich begrüße jetzt gerne. Also, ich glaube, was mich jetzt gestört hat, war der mangelnde Raum. Deswegen, ich glaube, oder nicht nur ich glaube, ist es natürlich jetzt super, wenn wir die Schussfinte sofort machen. Das war das Problem, wir haben immer zu weit nach vorne gedribbelt, dadurch sind wir an die Wand gekommen und hatten das Gefühl, jetzt geht sich die Sohlenwende, ja, ging ja dann auch tatsächlich nicht mehr aus. Deswegen nur kurz anschieben, jetzt schon die Schussfinte, dann hat man den Raum dafür. Hopp, 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 Schussfinte, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, spielen, hopp, Schussfinte, Sohlenwende, hopp, hopp. Hopp nach oben. Eins, zwei, drei. Ich probiere es jetzt. Das wird jetzt wahrscheinlich auch. Hopp. Schön. Bisschen kurz. Wie viel der Durchgang? Das müsste der fünfte oder sechste sein. Fünfte muss es sein, weil ich bin immer bei sechs. Ja. Anschieben. Eins, zwei,
3, 4, ab, gut, und gleich ansetzen, dann haben wir den Raum dafür, ab, 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 und Nummer 3, ab, 1, 2, 3, 4, ab, gut, gut. Jetzt muss ich aber mit rechts probieren. Absolut. Klicken zu kurz. Ja. Aber wurscht. So, fünfte Brüche. Ich spare mir jetzt Nummer 6, 7 und 8. Ihr macht die natürlich noch. Dann sind wir schon quasi mit diesem offiziellen Hauptteil durch. Und machen jetzt, wie letzte Woche bei mir auch schon noch, eine kleine Abschlussübung. 10 Wiederholungen einer relativ einfachen Übung, die wir aber mit hohem Tempo durchführen wollen, um so ein bisschen von der Belastungsstruktur her das Abschlussspiel zu kopieren. Das habe ich letzte Woche schon erklärt. Das halte ich für sehr, sehr, sehr sinnvoll. Die Erfahrungen aus dem Frühjahr haben gezeigt, nach dem ersten Lockdown, die Spieler, die in unsere Mannschaften zurückkamen, waren erstmal nicht so fit. Viele haben zu Hause zwar im Garten trainiert und haben im Zimmer ihre Tricks gemacht, haben die Challenges gemacht und waren technisch soweit eigentlich stabil. Aber viele hatten diese fußballspezifische Power nicht mehr, mal intensiv die Pumpe auch hochzufahren. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das hier so ein bisschen. 10 Wiederholungen, volles Tempo, einfache Übung, um ein bisschen den Puls nach oben zu treiben. Bevor wir das machen, machen wir wieder eine kurze Trinkpause und das solltet ihr auch tun und in 2-3 Minuten geht es dann weiter. Okay, dann machen wir weiter. Bevor wir weitermachen, nochmal kurz der Hinweis. Unter der Woche täglich 16 Uhr hier im YouTube-Kanal das Fördertraining. Ich kann mir das nicht merken, das gibt es doch gar nicht. Dienstag, Freitag Fördertraining, Montag und Donnerstag der Fußball-Kindergarten und Mittwoch das Torwarttraining. Und natürlich täglich die Challenges von unserem Technikexperten David Faxe Niedermeyer, die seht ihr dann in unserem Instagram-Channel und die gilt es natürlich auch möglichst oft nachzumachen, damit eure Technik auch wirklich eine gute bleibt oder noch besser wird. So, wir machen dann wie gesagt diese Schlussgeschichte, wo wir ein bisschen Gas geben wollen. Wir machen jetzt aus dem Aufwärmprogramm die Tap-Schritte wieder, die holen wir uns wieder zurück sozusagen und machen die jetzt mit hohem Tempo. Das heißt, wir versuchen jetzt teilweise wirklich in die Schnelligkeit reinzugehen, damit diese Kombinationsfähigkeit der Bewegungen auch möglichst schnell vonstatten geht. 10-mal der ganze Durchlauf, ansonsten der Rest ist nichts Kompliziertes. Dropkick-Annahme, Schussfinte, rechter Fuß, dann mit dem linken Fuß dagegen spielen, in die offene Stellung reinbremsen und einen zweiten Ball dagegen spielen, ob linke Seite oder rechte Seite. Das machen wir situativ, wie die Kugel zurückkommt. Genau. So, was machen wir? Wir werden uns hier... Ich habe jetzt hier zwei Leinmarker, nennen sich die Geräte. Wer die nicht kennt, das sind einfach so Plastiklinien. Die habe ich mir jetzt hier hingelegt. Wer das natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu Hause hat, kann natürlich irgendwas anderes nehmen, was eine Linie darstellt. Ja, ein Handtuch einrollen, zwei Stück und schon hat man das, dass ich irgendwo eine Linie herbekomme. Da findet ihr bestimmt irgendwas. Ansonsten stelle ich mich hier rein, klemme den Ball wieder ein auf eure Lieblingsseite, machen jetzt 5 Tap-Schritte rechts und links, aber im ständigen Wechsel, insgesamt also 10 Stück und setzen den Fuß außerhalb dieser Linien auf. Das sieht also folgendermaßen aus. Ich gehe also raus und zurück und ich mache es mal langsam vor und zurück. So sieht es aus. Schnell sieht es folgendermaßen aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aktiver Fußabsatz. Da ist ordentlich was geboten. Dann nach vorne, Schussfinte, links dagegen spielen. Ich muss jetzt links abbremsen, voll drin. Weiter dabei. Zack. Nummer 2. Also hoch, rein, so raus und dann der Wechsel. Genau. Eins, zurück, zwei, drei,
Komm, noch weiter, ist wurscht. Ab, 4, ab, 5, ab, 6, ab, 7, ab, 8, ab, 9, ab, 10. Super. Schussfinte auf linke Fußstütze dagegen. Auch du musst dich über links abbremsen. So in Mitte. Genau, darum geht es eben. Das hatten wir jetzt wunderbar sehen können, dass man da gerne mal verkrampft. Genau das sollte man eben verhindern. Das ist die sogenannte intramuskuläre Koordination, also das Zusammenspiel der Muskeln, der Muskelgruppen innerhalb des Körpers sozusagen. In dem Fall, wenn ich jetzt den Fuß nach oben führe, ist hier Oberschenkel vorne natürlich unter Anspannung. Hinten sollte jetzt locker sein, relativ locker sein. Und jetzt muss ich quasi aus dieser Anspannung den Gegenspieler hinten in Spannung bringen und vorne sofort locker lassen, damit der aktive Fußaufsatz klappt, damit ich den scharf und fest für die schnellkräftigen Kontakte nach unten drücken kann. Und dann zeitgleich kommt aber schon der Wechsel auf die andere Seite. Und damit gilt es, viele, viele Bewegungen, Teilbewegungen zu kombinieren. Und das macht die Übung so anspruchsvoll, aber eben auch sinnvoll. So, 1, 2, 3, 4. Versuchen dann eben das Tempo schrittweise zu erhöhen. 9, 10, nach vorne, einspringen, mach jetzt noch nach rechts, geht noch rüber. Da ist meine, bei der Ballannahme, bei der Sohlenwende, hat es meinen Lendenwirbel einmal schön durchgeschoben. Nummer 4. Und ab, 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 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Und ab, einspringen. Und haben wir schon 10? Natürlich. Ja, natürlich. Nicht jeder macht noch einen. Fast. Ja. Erklären wollte, das ist mir gerade an mir selber aufgefallen, wenn ich diese Bewegungen irgendwann gut beherrsche, dann sollten wir versuchen, ein bisschen den Stress aus der Halswirbelsäule rauszukriegen, nicht so gebückt da stehen, um eben auch noch ein bisschen mehr von der Körperspannung zu fordern und diese Festigkeit, diese Stabilität im Rumpf noch ein bisschen mehr herauszufordern. Das heißt, wenn man jetzt uns beiden gesehen hat, dann stehen wir ganz gerne praktisch so da und schauen so nach vorne. Ist jetzt nicht sonderlich verkehrt. Aber wenn ich diese Bewegung gut beherrsche unten, dann kann ich mich ja mehr auf den Rest konzentrieren und kann sagen, jetzt arbeite ich noch meine Oberkörperhaltung, die schieben wir nach vorne und sind eigentlich im Nacken kerzengerade. Und unten habe ich die beiden Linien so ein bisschen mit im Blick. Die freie Hand schwingt mit, macht diese kurzen, explosiven Bewegungen und dann geht es ab. 10 Wiederholungen in Summe. Danach habt ihr auf jeden Fall was getan und hinterher empfehle ich für alle Fördertrainingskinder schon mal eine Blackroll auch zu verwenden und dort das ein oder andere Ding ein bisschen auszurollen, schön gemütlich über jeden Muskel langsam drüber, viel trinken hinterher, einen guten Liter in kleinen Schlucken zu euch nehmen und dann haben wir auch wirklich was Tolles geleistet. So, das war's für Fördertraining. Wir sehen uns bald wieder, Chris Cross, Wilderman, für das nächste Fördertraining. Nochmal täglich 16 Uhr auf dem YouTube-Kanal und Montag und, das ist unglaublich, Donnerstag, danke, Fußball-Kindergarten, Mittwoch, Torwarttraining, Dienstag, Freitag, Fördertraining. In der Schule konnte ich mir die Stundenpläne schon nicht merken und Success Challenges täglich auf Instagram. Bis dahin, macht's es gut, ciao.